Willkommen zum nächsten Vortrag im Rahmen des DSpace Online-Treffens 2020, Bibliografienerstellung beim BIBB mit DSpace und PHP Word von Roland Keck vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Herr Keck besucht ja auch schon sehr lange das DSpace Online-Treffen und ich glaube, das ist heute Ihr erster Vortrag im Rahmen des Online-Treffens, oder? Nein, der zweite. Letztes Jahr bereits. Letztes Jahr bei mir war ich leider nicht persönlich vor Ort, das bitte ich zu entschuldigen, aber ich bin sehr gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Auf geht's. Dann packen wir es, wie wir in Bayern sagen. Ja, diejenigen, die letztes Jahr vielleicht schon dabei waren, wissen ja, dass wir vom BIBB aus einer speziellen Situation kommen. Wir waren Anwender von ADIS BMS, was natürlich gerade im Bereich von Behördenbibliotheken eine ganze Menge an Features mitgebracht hat, die wir nach dem Umstieg in unsere Open-Source-Welt mit UFind, DSpace, Koha zum Teil eben vermissen mussten. Eines dieser Punkte, die wir leider auf dem Weg verloren haben, war die Möglichkeit, Bibliografien zu erstellen. Nachdem wir eine Open-Source-Politik eine Open-Access-Politik fahren, ist es natürlich bei uns im Hause so, dass sämtliche Publikationen in DSpace landen letztendlich und damit es dazu natürlich als Basis für unsere Bibliografienerstellung hervorragend sich eignet. Ja, ich hatte von Bibliografien, bevor ich mich mit diesem Thema befassen durfte, im letzten Jahr überhaupt keine Ahnung. Also haben wir uns erstmal zusammengesetzt und haben versucht, eine Art Brainstorming zu machen. Das war so ungefähr das Ergebnis, das ich so am Schluss herausgelesen habe. Es gibt also ganz, ganz viele wichtige und ganz wichtige Dinge. Themen sind, wir müssen den Output von einer Bibliografie, also den Rohoutput in irgendeiner Art bearbeiten können, weil bestimmte spezielle Sortierungen berücksichtigt werden müssen. Es müssen Gruppierungen berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Letztendlich gab es ein paar ganz nette Punkte, die waren natürlich wie immer, es soll alles laufen wie bisher, nur es sollte natürlich schneller und irgendwie trotzdem ein bisschen besser sein. Was haben wir im ersten Schritt dann aus diesem Brainstorm für Ergebnisse gezogen? Wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir letztendlich unterschiedliche Bibliografieprodukte haben und die sich dadurch unterscheiden, dass wir unterschiedliche Arten von Selektionen eigentlich haben. Wenn wir diese Tabelle mal etwas durchgehen, wir haben Auswahlbibliografien, das heißt also Bibliografien zu einem bestimmten Themengebiet. Diese Selektionen kann man natürlich nur intellektuell eigentlich lösen. So eine pauschale Abfrage zu einem Themengebiet würde zu einer viel zu großen Streuung führen. Darauf sind wir natürlich auf die relativ naheliegende Idee gekommen, diese Titel für eine Auswahlbibliografie jeweils in eigene DSpace-Sammlungen abzulegen. Abzulegen heißt in diesem Falle natürlich zu spiegeln. Und was bei dieser Ausgabe von Auswahlbibliografien wichtig ist, ist die Sortierung, und zwar Sortierungsarten in diesem Falle nach Erscheinungsjahr, Titel und Verfasser. Wir haben dann eine zweite Klasse identifiziert. Diese Klasse ist so Dinge, die von der Selektion her zeitlich limitiert sind und irgendein weiteres Selektionskriterium besitzen. Das sind solche Dinge wie so ein Empfehlungsservice, den wir haben, referierte Beiträge innerhalb eines Zeitraums oder Neuerscheinungen der Bibliothek innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wie können wir diese Titel am besten entdecken? In diesem Falle eigentlich relativ einfach durch eine automatische Selektion, weil sich diese ganzen Selektionskriterien sehr gut definieren lassen. Sortierungen ist relativ einfach nach Titel und Verfasser. Dann haben wir letztendlich eigentlich das größte Stück Arbeit vor uns gesehen. Das sind die sogenannten Jahresbibliografien. Da geht es also um den wissenschaftlichen Output unserer Institution. Und es ist so eine Mischform deswegen, weil bestimmte Teile intellektuell
oder beziehungsweise automatisiert vorsortiert werden können. Andere müssen allerdings intellektuell ausgewählt werden. Ich zeige Ihnen die ganzen Dinge hinterher an Beispielen, dann wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch etwas deutlicher. Was bei den Jahresbibliografien das Komplizierteste eigentlich ist, ist das ganze Thema Sortierung. Wir haben hier verschiedenste Arten von Sortierungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Werk, das von mehreren Autoren des BIP wiederum verfasst worden ist und haben dann eben, müssen dann diese Titel jeweils duplizieren, unterschiedlich einsortieren und so weiter und so fort. Dann gibt es noch natürlich auch andere Gruppierungsmöglichkeiten, und zwar die nach der Art des Werkes, also wir gruppieren dann nach Monographien, Artikel, Sammelbandbeiträgen, das Ganze natürlich noch referiert und oder nicht referiert. Das war so ungefähr die Aufgabe, die sich zunächst einmal so ergeben hat. Sieht also relativ groß aus, war es dann auch. Aber wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt. Das ist das, was uns natürlich besonders gefreut hat, wobei die Gemeinsamkeiten sich tatsächlich auf mehr oder weniger das generelle Layout eigentlich beschränken, dass überall Autoren in den Deckblättern vorkommen, Titel vorkommen, Beschreibungen vorkommen und ein Impressum. Das waren leider die Gemeinsamkeiten. Ja, wie sieht eine solche Umsetzung oder wie wir sie gemacht haben, wie sieht diese Umsetzung letztendlich dann aus? Ich habe Ihnen vorhin erzählt, wir haben zunächst mal thematisch zusammenhängende Auswahlbibliografien. Die Titel werden natürlich nach Interessensgebieten festgelegt und diese ganzen Auswahlbibliografien fassen wir zusammen in jeweils einer eigenen Sammlung in DSpace. Sprich, wir haben eine große Sammlung namens Auswahlbibliografien. Wir haben einen Bereich Auswahlbibliografien. Wir haben innerhalb dieses Bereiches Sammlungen, Akademisierung der Berufswelt zum Beispiel und haben dort bestimmte Anzahl von Titeln drin und so weiter. Was wir benötigen an dieser Stelle ist, was wir hier an Buttons noch sehen. Wir sehen hier so einen Button für Metadaten, sprich, das sind die beschreibenden Daten für das Deckblatt. Dann natürlich einen Button letztendlich, um die Bibliografie zu erstellen. Und was wir hier noch am Ende eingebaut haben, ist eine Möglichkeit, diese Daten eben nicht nur in Word, PDF, sonst wie herunterzuladen, sondern eben auch für Literaturverwaltungsprogramme und in diesem Falle, nachdem unser Haus den Hausstandard EndNote hat, natürlich in EndNote. Wie sehen diese Metadaten aus? Also das sind eigentlich die Metadaten für die Deckblätter. Sie sehen hier, ich habe so ein kleines Pop-up-Fenster dort jeweils eingebaut, um diese Daten zu erfassen. Da kommt noch eine längere Beschreibung unten dran, die verzichten wir heute. Dann haben wir hier den Bereich in DSpace, sprich den Bereich der Auswahlbibliografien, die wir uns komplett anschauen können, um zum Beispiel neue Bibliografien zu erstellen und in diesen Bereich aufzunehmen. Und hier haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, direkt auf diese einzelne Sammlung dann zu gehen und diese Sammlung dann zu bearbeiten. Das benötigen wir dann natürlich, wenn wir irgendwelche Korrekturen an Titeln vornehmen müssen, irgendwelche Ergänzungen vornehmen und so weiter. Das ist das, was hier in diesem Kontext passiert. Ich sagte eingangs, wir spiegeln diese ganzen Titel in die jeweilige Sammlung. Ich weiß nicht, wie viele Damen und Herren von Ihnen sich mit dem Spiegeln insgesamt beschäftigt haben. Das ist ein Bildschirm, der aufpoppt. Und in diesem Bildschirm haben Sie zum einen die Möglichkeit, Dokumente aus anderen Sammlungen in diese Sammlung zu spiegeln. Das geht über ganz normale Abfragen. Zusätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch gespiegelte Dokumente, die sich jetzt in dieser oben genannten Sammlung befinden, wieder aus dieser Sammlung zu entfernen. Das kommt bei uns natürlich vor. Das kommt nämlich dann vor, wenn dieser Titel ein gewisses Alter einfach erreicht hat und deswegen für diese Auswahlbibliografie nicht mehr so interessant ist. Das ist so die Seite, die wir relativ heftig modifiziert haben. Wer mit dem Spiegeln schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass hier in diesem unteren Bereich, wenn Sie eine
Spiegelung eines Titels aus einer anderen, aus einem anderen Unterbereich vornehmen, hier nur den Unterbereich aufgelistet erhalten, nicht aber den einzelnen Titel. Das heißt, es ist relativ umständlich, dort hineinzuspringen in den Unterbereich, um dann letztendlich den Titel zu identifizieren und zu löschen. Von daher habe ich diese Anpassung hier gemacht, die diese Arbeitsschritte hier zumindest an der einen oder anderen Stelle erleichtert. Das ist also der Bereich der Auswahlbibliografien, sprich, wo wir intellektuell eigentlich festlegen müssen, welche Titel in so eine Bibliografie aufgenommen werden sollen. Dann hatten wir den zweiten Bereich, wenn Sie sich daran erinnern. Wir hatten dieses Thema automatische Selektion. Das hatten wir beim Empfehlungsservice, bei den referierten Beiträgen und bei Neuerscheinungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ja, wie ich eingangs schon mal sagte, diese ganzen Fragen sind relativ wohl definiert. Also insofern kann man sie auch automatisiert ablaufen lassen. Und das haben wir auch gemacht natürlich. Wir haben SOLA-Anfragen definiert und die nutzen natürlich Datumseingaben oder Auswahl nach bestimmten Jahren, wie bei den referierten Beiträgen. Da decken wir gleich einen ganzen Jahreszeitraum ab. Bei den Neuerscheinungen decken wir nur bestimmte Monatsbereiche eben ab. Dort haben wir so eine Datumsauswahl integriert und letztendlich suchen wir in diesem Falle über PHP im SOLA-Index von DSpace eben nach den entsprechenden Kriterien, in diesem Falle die referierten Beiträge eines Jahres. Das sind die Felder, die wir insgesamt für die Ausgabe unserer Daten am Ende benötigen, haben noch eine Sortierung drin, weil wir die für die Ausgabe ebenfalls benötigen und haben hier eben dann die wohl definierten Suchbegriffe, die wir benötigen, um die Selektion automatisch ablaufen zu lassen. Letztendlich holen wir uns dann die Daten aus dem SOLA-Index heraus und bereiten sie eben entsprechend dann im nächsten Schritt auf. Ja, nun kommen wir eigentlich zum größten Brocken, das sind die Jahresbibliografien. Bei den Jahresbibliografien sagte ich, es lassen sich bestimmte Teile automatisiert vorselektieren, andere Teile eben müssen intellektuell festgelegt werden. Vorselektieren können wir natürlich den Output aller Autoren oder aller Titel des BIP, die mindestens einen Mitarbeiter des BIP als Mitautor aufgeführt haben. Ich habe mal hier so ein Beispiel rausgeschnitten. Wir sehen hier also, es gibt einen Titel, und dieser Titel ist von mehreren Autoren geschrieben. Eine dieser Autorinnen in diesem Falle ist eine BIP-Mitarbeiterin und nur für sie soll natürlich der Output entsprechend aufbereitet werden. Und es handelt sich in diesem Falle um eine Monographie. Das dient wiederum dazu, die unterschiedlichen Klassen dann entsprechend aufzubereiten und zu bedienen. Ja, letztendlich geht man an dieser Stelle schlicht und einfach nach Autor durch. Wenn man einen Autoren entdeckt, wird er anmarkiert. Sind weitere Werke dieses Autors in dieser Auswahl vorhanden, wird er automatisch mitselektiert schon mal. Dann finden Sie hier hinten die verschiedenen Typen abgebildet, die für die Sortierung letztendlich und die Gruppierung dienen. Und hier am Ende finden Sie noch den Link direkt auf den Titel, falls Sie Korrekturen am Titel vornehmen sollen, müssten. Das ist also die Art und Weise, wie wir solche Auswahlbibliografien zunächst mal automatisch und manuell vorselektieren. Letztendlich haben wir hier auch wieder den Bereich der beschreibenden Daten für das Deckblatt. Und wenn wir hier auf diesen Knopf da hinten drücken, wird die Bibliografie erstellt. Das geht relativ zügig, muss ich sagen. Also die Jahresbibliografie haben wir, wenn wir hinten auf das Knöpfchen drücken, so in 15 bis 20 Sekunden erstellt. Die kleineren Bibliografien deutlich schneller. Was machen wir mit diesen Daten, wenn wir sie vorselektiert haben? Herr Keck, Ihre Vortragszeit nähert sich dem Ende, nur so als kleine Vorwarnung. Ich bin in 0, nix fast durch. Ganz in Ruhe. Was wir zum Schluss noch machen, ist natürlich, wir haben die bereits vorselektierten Daten.
die müssen wir entsprechend sortieren, duplizieren, gruppieren und so weiter, übergeben dann diese IDs an ein Tool, das nennt sich PHP Word, sprich, das ist eine Klasse in PHP, die es ermöglicht, Word-Dokumente mehr oder weniger zu programmieren. Und ich kann Ihnen dort eine ganze Menge an Features, die Word normalerweise im Dialog bietet, mitnutzen. Und das hilft uns natürlich extrem, zunächst mal diese Daten in Word zu fassen und dort letztendlich dann als PDF, was unser Endprodukt eigentlich sein soll, am Schluss auszugeben. Wir schaffen es fast im Augenblick, das Ganze barrierefrei zu erstellen. Da müssen wir noch ein paar Stellen etwas nacharbeiten im Augenblick. Ja, PHP Word unterstützt also alle gängigen Formate bis hin zum aktuellen Format und so weiter und so fort. Unterstützt auch alles, was Sie aus der normalen Welt in Word kennen. Damit bin ich am Ende. Bedanke mich bei Ihnen und beantworte gerne Ihre Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen? Nochmal hier der Hinweis, Sie können Ihre Fragen eingeben über das Fragen- und Antwort-Tool von Zoom. Werden auch Register unterstützt? Werden auch Register unterstützt, ja. Es gibt Dank für einen schönen Vortrag im Chat. Wir haben die Fragezeit dieses Mal bewusst ein bisschen ausgedehnt. Ich lasse hier auch bewusst Zeit zum Schreiben, weil die Fragen nicht mündlich gestellt werden können. Das dauert dann immer einen Moment, bis die Leute es formuliert haben. Ich glaube aber, es gibt keine weiteren Fragen. Es gibt ausgiebig Dank im Chat. Auch von mir, Herr Keck, herzlichen Dank für den Vortrag. Sehr. Herr Keck, einen Moment. Hier kommen doch noch Fragen rein. Wie kommen die Daten initial in die Datenbank? In welche Datenbank ist die Frage? In also D-Space, erst, würde ich denken. Wir haben erstmal D-Space. Ja. In D-Space kommen die Daten ursprünglich über ein Interface, das ich im letzten Jahr vorgestellt habe. Wir verwenden, um die Daten aus ADIS zu selektieren, verwenden wir ganz normale Entladeroutinen, die es dort gibt, und wandeln die Daten dann über ein paar selbstgeschriebene Skripte um, sodass sie mittels der ganz normalen API, der REST-API, geladen werden. Das ist der normale Weg, den wir dort gehen. Die Folien sind auch alle online im Wiki von Jurasys zu finden. Da gibt es den Vortrag, den Herr Keck letztes Jahr gehalten hat, zumindest in Folien. Gibt es eine Exportmöglichkeit? Wenn es dazu Fragen gibt, auch gerne direkt an mich wenden. Ja. Gibt es eine Exportmöglichkeit neben PDF für Publikationslisten von Wissenschaftlerinnen des Instituts? Also nicht Bibliografien, sondern Publikationslisten. Das greift auch ein bisschen unseren nächsten Vortrag vorweg. Habe ich im Augenblick nicht implementiert, ist aber mit der Technik, die verwendet worden ist, eigentlich relativ einfach auch mit zu implementieren dann. Ja. Unser nächster Vortrag wird sich auch nochmal ausgiebigst mit Publikationslisten auseinandersetzen. So, ehe ich das zu schnell noch einmal abwürge, geben wir nochmal eine Minute für Fragen. Wäre es möglich, eine Demonstration zu sehen, eine Live-Demo? Haben Sie da was vorbereitet? Ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr spontan, die Frage. Das wäre jetzt etwas sehr spontan, ja. Ja. Wenn Sie mal, aber ich brauche ein paar Minuten Vorbereitung dann. Ja, ich fürchte, das sprengt hier den Rahmen. Das ist mit der Technik dann vielleicht auch ein bisschen vieles Guten. Aber vielleicht kann der die Fragende einfach nochmal direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen per E-Mail und vielleicht können Sie zu zweit nochmal sich kurz schalten. Das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Gerne, gerne.
Gut, dann nochmal von meiner Seite herzlichen Dank für den Vortrag. Bitte.